Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch die Tops Euro 2024 Sticker und ich habe für euch die UEFA Euro 2020 von Panini und die werden sich jetzt gegenseitig battlen. Um was in den Sticker-Tütchen drin ist, werden wir nach dem Intro sehen. Ja, ich glaube, letzte Woche habe ich schon mal so ein Video gebracht. Das war Euro 2020, die Trading Cards. Und ja, und das waren natürlich dann auch die Trading Cards von Topps. Und ja, heute geht es hier um die Sticker. Ich tue das mal ein bisschen so. Und wir werden jetzt direkt mal hier mit anfangen mit den aktuellsten. So, ich bin gespannt, welche Sticker-Serie hier gewinnen wird. So, wir haben hier, ich habe direkt mal einen fast demoliert. Wir haben hier Benucci. Na, kommst du? Fokus. Dann haben wir von Spanien Pau Torres. Als nächstes haben wir hier von der Schweiz Remo Freuler. Von der Türkei haben wir Bulut. Dann haben wir hier von Rumänien Olaru. Dann haben wir hier noch den Doppelsticker von Estonia. Jo. Wen holen wir denn da? Ich denke, ich hole hier Benucci. Gut, Pau Torres wäre auch nicht schlecht gewesen vielleicht, aber ich hole hier den Benucci. Dann gehen wir hier mal auf die Seite und schauen mal, was wir da ziehen. Ah, Müll. Ich habe hier wieder einen Haufen Müll. Ich habe eben schon Videos gedreht. So, wir haben hier einen Doppelsticker von der Schweiz. So und Chaka. Na? Dann haben wir hier von Österreich Pervan und Alaba. Dann haben wir hier von Tschechien Vytra. Na? Als nächstes hätten wir hier Sebastian Larsson von Schweden. Und dann haben wir hier Schischkowski von, das, was ist denn das? Mazedonien oder was? Oh, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. NKD, was ist so? Aber wer soll hier gegen Benucci, Alaba vielleicht oder Xhaka? Einer von den zweien hier. Aber ich würde sagen, Huch, warum lege ich die auf die Seite? So. Ich würde sagen, ich gebe Benucci diese erste Runde. Also 1:0 für die Euro 2024. So, weiter geht's. Ich bin gespannt. Kann ja noch alles kommen hier. Wenn jetzt hier zweimal ein guter Player drin ist. Oh yeah. Ich habe hier ein Gold Signature von Bernardo Silva. Huiuiui. Ist schon mal ein Kracher. Dann haben wir Dominik Livakovic. Haben wir Doppelsticker. Jaremschuk und Mutrik. Wir haben Alexander Arnold von England, Trent Alexander-Arnold, dann haben wir Gudmundsen und Willumsson und der letzte Sticker ist hier von den Niederländern, Memphis Depay, aber ich glaube, ich lasse den hier, den lassen wir, Bernardo Silva, mal gucken, ob der geschlagen wird. Vielleicht ziehen wir hier einen Brasilianer.
Oder ein Argentinier. Wir haben hier Klitsch. Na? Fokus. Hallo? Aha. Wird schon mal nichts hier sein. Pucki und keine Ahnung. Kamera braucht ziemlich lange heute. Schläft noch. Trichowski. Schon wieder von diesem Land hier. Oh, hier. Manuel Neuer. Das könnte vielleicht der Retter sein. Für diese Seite. Und da haben wir nochmal McTominay von Schottland. Ist ja in der aktuellen EM unser Gegner. Schottland. Da werde ich mal Neuer drin lassen. Und ich gebe, glaube ich, auch Neuer hier jetzt den Punkt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das genauso gemacht hättet oder hättet ihr Bernardo Silva geholt. Ich gebe Neuer die Chance. Da bin ich jetzt mal gespannt, wer in der letzten Runde hier das Rennen macht. So. Komm raus. Wir haben hier von Ungarn Kalum Stylus Art Shiny Sticker, aber kein Top Shiny, ne, normaler Shiny. Keine Ahnung, ob ich den nehme. Sagt mir jetzt nicht so viel der Name. Jim City, ja, keine Ahnung. Von Albanien. Ist auch nicht. Jetzt von Schottland haben wir hier Gilmore. Das wird ganz eng hier. Eine enge Kiste. Dann haben wir hier von Georgien Lochoschibi. Oh Gott, ne. Ich gib's auf. Ihr könnt's ja selber lesen. Maximovic von Serbien. Dann haben wir hier noch von Österreich Alexander Schlager. Ist das der Schlager, wo jetzt verletzt ist? Nee, oder? Oder heißt der anders dann nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Oder gibt es da zwei Schlager? Ah nee, der heißt doch Schabi-Schlager oder Saber. Irgendwie so ähnlich. Schaber-Schlager. So, letztes Tütchen. Wenn da jetzt nichts Tolles drin ist. Warum habe ich denn jetzt eigentlich Schlager hier rausgenommen? Achso, ich habe hier sonst gar keinen guten drin gehabt. Ja. Okay, dann müssen wir Schlager hier toppen. Da ist er doch. Da ist Schaber Schlager. Sind die irgendwie verwandt? Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier von Tschechien Barak. Nochmal Tschechien. Doch Karl, keine Ahnung. Das sieht irgendwie aus wie der Mama Freiburg gespielt hat. Ah, wie heißt der jetzt? Komme ich nicht auf den Namen. Nils Petersen. So, aus von Dänemark. Was? Das sind alles nicht so wahre. Und Barisic von Kroatien. Das ist, ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Könnt ihr hier Schlager holen? Und dann Schlager gegen Schlager? Ich weiß aber jetzt nicht. Das ist ein Torhüter. Okay. Hey. Wen hole ich denn da? Ich glaube, ich hole hier den. Somit hätte hier die Panini-Serie gewonnen. 2-1. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es genauso entschieden hättet oder nicht. Dann würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und falls ihr noch kein Abonnent seid, lasst kostenlos ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Haut herein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.